Scheiße, den brauche ich ja gar nicht. Fuck you, keine Waffe. Solange ich keine komplett neue Waffe finde, ist mir das egal. Genug für Reparaturen sollte ich dabei haben. Oh, der Segen. Das reicht. Hätte vielleicht vorher machen sollen. Ja, mehr Damage Output. Bitte. Okay, für den Leviathan reicht das. Das doch bekommen, sorry. Der war knapp. Mein Schild hat schon ein bisschen gelitten. Die Splatches, die hauen mir den Schild runter. Uff. Was? Was? Oh, gerade rechtzeitig aufgehört, damit der... Egal. Holen wir den restlichen Müll hier raus und go. An dem Moment ab. Abbauen auf jeden Fall. Aber die Waffe lassen wir hier liegen, weil ich brauche die nicht.
Außerdem besteht immer das Risiko, dass ich versehentlich die Waffe wechsle, wenn ich hier irgendwo mit vertippe. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich meine, diese Dinger müssen ja direkt vom Leviathan kommen, ne? Das heißt, er feuert gezielt diese Steindinger da auf mich ab, um meinen Weg zu blockieren. Oh Mann, mentale Vorbereitung. Ich glaube, die Cyrex kommen nicht in der Zwischenzeit. Hör auf zu versuchen reinzukommen. Außenseiter hier erwartet dich nur der Tod. Ich werde es riskieren. Zu früh gesündet.
Alter, verreck! Alter, will ich ihn versasten. Was? Zum Fick! Ich spalte das jetzt nicht auf. Alter, was ein hartnäckiges Wellenzeug. Wenn es so weitergeht, brauche ich meine gesamte Zeit bis zum nächsten Leviathan-Angriff, um das Ding hier zu ernten. Aber hier sind die guten Ressourcen drin, die ich brauche. Oh, da ist das Raumschiff. Scheinbar in die härteste Schale der Mauer eingedrungen. Oh, komm schon. Flotsch. Bevor die Effekte wirklich greifen, muss ich neue Geräte bauen. Oder? Obwohl, nee, der Generator ist schon nice. Der funktioniert schon besser. Okay. Ich meine, die Spider arbeitet ja auch an den ganzen Kram. Und das ist ja das, was mich ja so ein bisschen erschüttert, dass das Ewigkeiten selbst für die Spider braucht, um durchgebaut zu werden. Ich kann da keine andere Mine angehen, solange ich die hier im Gange habe. Aber holla die Wald für die XP. Oh! Ja, die noch nicht. Oder? Ah doch, das sollte. Wahnsinnig wenig gekriegt.
nicht mehr, ey. Diese Mine ist abbaufreundlicher als das hier. Außerdem brauche ich Reparaturmaterial. Da ich nicht weiß, wie der Leviathan diesmal angreift. Oh, ich hoffe, ich muss den weißen Spider nicht nochmal bekämpfen, wenn ich das nächste Mal sterbe. Hey, der Witzka. So, ich hoffe, ich kriege jetzt mal irgendwas Neues. Irgendwas, was ich noch gar nicht gehabt habe. Oder irgendwas extrem Praktisches. Ich meine, es gibt genug Technologien, die völlig nutzlos sind für mich. Da sind mal Speedsteel sind, zum Beispiel Geschützturm oder der Schildgenerator. Und ich werde gleich wieder angegriffen. Du hast eine Ressourcen-Erntemaschine gefunden. Ermöglicht den Bau von automatischen Abbaustationen an den Eingängen von unbesetzten Minen. Die Stationen produzieren einmal pro Minute eine kleine Menge an Ressourcen. Nicht mit mir, mein Schatz. Ich wollte nicht mehr vollgeschleimt werden, eigentlich. Ernsthaft? Upgrades für die Erntemaschine. Oh, davon habe ich sogar 13 Stück. Wenn der Spider mit einer Mine mit einem Ressourcen-Erntemaschine verbunden ist, verringert sich die Ressourcenlieferzeit um 30 Sekunden. Nutzkosten. Maximalgrenze für Ressourcen-Erntemaschine auf 6 erhöht. Oh. Die Frage ist, muss ich das eigentlich jedes Mal abholen? Ich weiß es nicht mehr. Ewig her, dass ich die Dinger benutzt habe. Ich habe die Tech so selten gefunden, glaube ich. Thank you.
weiß gar nicht mehr, was die Viecher machen. Brauchst du zu lange an der Mine? Ich muss Reparaturmaterialien suchen. Ernsthaft? Es geht ein bisschen besser als das andere Zeug. Aber auch jetzt nicht so überirdisch gut. Soll ich nach unten laufen und weitere Minen bauen? Großes Raumschiff. Nee, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Wobei, ich habe andere Rohstoffe, glaube ich, mit denen ich reparieren kann. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich kann die benutzen. Was bist du denn? Von control@ministrybulletin.com an Karl 84, betreff Spider Nummer 37. Von nun an bist du verpflichtet, alle Bewegungen des besagten Geräts und die Kontakte, die sein Besitzer initiiert, zu melden. Wenn du diese Anordnung nicht nachkommst, wird deine Verbannung um ein weiteres Jahr verlängert. Ich glaube, das ist eine Anleihe auf eins ihrer anderen Spiele. Ich glaube, die hatten so ein Überwachungsgame gemacht. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Soll ganz gut geworden sein. Bestimmte Ressourcen geben. Ah, die Würfel. Okay, das ist neu. Oh. Das ist auch neu, das. Was zum. Ach du Scheiße. Okay, der Schildgenerator sieht mal attraktiver aus. Okay, nur das Vieh ist noch übrig. Hier komme ich deutlich besser durch als durch das andere Material. Das sieht wie so Schiefergestein aus. Oder eine Art Marmor.
Ich muss mal eine von diesen Minen auch komplett durchbrechen, um zu gucken, ob ich da noch irgendeine Tech hinten rauskriege oder eine Waffe, die mir vielleicht hilft. Vor den Leviathan kommt, soll ich noch ein bisschen XP farmen. Schnell. Das ist das Zeug, was ich für die Reparatur benötige. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Ich beeile mich ja schon. Shit. Okay, ich muss meine Sprungdüse aufwerten. Okay, das hat geholfen. Gesündet. Hier sollte ich eher nach... Oh, shit. Vielleicht doch nicht nach unten ausweichen. Er ist auf mir getan. Das war's mit Reparaturen. Wie bin ich jetzt noch nicht tot?
Fuck! Ah! Fuck! Ich kann die dämliche Jumpjet nicht upgraden, weil... nichts von den Dingern hier geht. Aber ich sollte genug haben, um die beiden Upgrades zu fahren. Das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Witzigerweise habe ich nicht genug Ressourcen, um die anderen nicht so wichtigen Dinger zu kaufen. Mann. Ich habe alles, ne? Fuck. Na gut, ich mache eine Pause für heute. Also erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.